Zumindest stehen im ersten Quartal keine tiefroten Zahlen zu Buche. Zum Vergleich, im abgelaufenen Geschäftsjahr musste ThyssenKrupp einen Verlust von rund 5 Milliarden Euro ausweisen. Grund: hohe Abschreibungen auf die Stahlwerke in Amerika. ThyssenKrupp ist jetzt zuversichtlich, den Verkauf der defizitären Fabriken bis Ende September abzuschließen und den Restbuchwert von 3,9 Milliarden Euro zu erlösen, sodass keine weiteren Abschreibungen nötig sind. Der Verkaufsprozess verlaufe weiterhin nach Plan, so Thyssen. Details wurden nicht genannt. Die Stahlbranche leidet weltweit unter einer schwachen Nachfrage. Auch im fortgeführten Geschäft musste ThyssenKrupp einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnen. Der Umsatz reduzierte sich um knapp 8% auf 8,84 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 38% auf 229 Millionen Euro. Der Auftragseingang blieb mit 9,6 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Ja gut, also die Zahlen, die ThyssenKrupp zum ersten Quartal berichtet hat, lagen im Rahmen der Erwartungen, was das bereinigte EBIT angeht. Sie lagen etwas über der eigenen Prognose des Konzerns, die bereits im Dezember abgegeben wurde. Da wurden ja nur 200 Millionen erwartet. Jetzt sind es 229 Millionen auf bereinigter Ebene. Also Zahlen waren okay. Unterm Strich sogar einen kleinen positiven Nettogewinn ausgewiesen. Das war okay. Das war keine große Überraschung für den Markt. Das europäische Stahlgeschäft soll im zweiten Quartal den Tiefpunkt erreicht haben, so der Konzern. Rund 80% des operativen Gewinns erwirtschaftet Thyssen mittlerweile im Industriegütergeschäft. Hier stieg der Auftragseingang um 14% auf Rekordniveau. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr hat Thyssen bestätigt. Der Konzern rechnet weiter mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau in Höhe von 40 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT soll sich um fast 30% auf 1 Milliarde Euro reduzieren. Der Ausblick lädt nicht unbedingt zum Kauf ein. Ja, wir haben einen Kurs hier von 13,50 Euro und empfehlen den Verkauf. Ganz einfach unter der Prämisse, dass halt noch einige Hausaufgaben zu machen sind im Konzern. Der Verkauf der Stahlwerke eben angesprochen, aber auch das Schienenkartell, wo sicherlich nochmal eine Belastung drohen könnte. Und erst mit dem Geschäftsjahr 2013-14, da dürfte die Situation sich deutlich aufhellen. Und dann findet sicherlich auch eine Neubewertung der Aktie statt. Die hohe Verschuldung von mehr als 5 Milliarden Euro dürfte mit dem Verkauf von Steel Americas deutlich zurückgeführt werden. Erst am Freitag hatte ThyssenKrupp seinen Sparkurs im europäischen Stahlgeschäft verschärft. Durch den Abbau von mindestens 2000 Stellen sollen die Kosten um 500 Millionen Euro gedrückt werden.